Wenn ihr euch überlegt, ob man euch lasern kann oder nicht, ist es für uns immer recht wichtig, dass die Werte auch schon ein bisschen länger stabil sind. Wir können nämlich mit einer Laser-OP nicht aufhalten, dass euer Auge sich doch weiter verschlechtert. Wir geben da immer so als Richtlinie, dass die Werte mal 2 Jahre stabil geblieben sein sollten. Unter 18 lasern wir auch nicht. Und ab 18 dann, wenn die Werte eigentlich 2 Jahre stabil waren. Es gibt natürlich Ausnahmen. Bei Polizisten zum Beispiel kommt es durchaus auch mal vor, dass wir die trotzdem lasern, weil sonst können sie bei der Bewerbung nicht teilnehmen.